Das Regen-TV Plus ist für euch jetzt in Kuba. Was ist Kuba? Du wisst es nicht, bei mir ist Claudia Adario. Sag mal, was ist das genau? Das kubanische Quartierzentrum Bachletten schreibt sich daher auch mit Q und nicht mit C wie das echte Kuba. Und ich bin eigentlich nur stellvertretend hier, denn die Hausherrin hier ist Karin Fadell, die heute nicht da sein kann, aber das Projekt machen wir zusammen. Jazz and Chill. Jazz im Kuba zusammen mit Soup and Chill. Jetzt haben wir vor einem Jahr mit diesem Projekt angefangen und ich stelle fest, das muss ja gewissen Erfolg sein, dass es weitergezogen ist. Wie sind denn die Erfahrungen gewesen? Ich meine, es ist ein sehr spezieller Raum und es spricht ja vor allem auch das Quartier an. Das ist so, aber ich bin natürlich sehr optimistisch, immer etwas Gutes setzt sich auch durch. Man braucht natürlich eine gewisse Geduld und Hartnäckigkeit, aber die Künstler hier, die da auftreten, also Claudio Bergamin oder Dominik Schürmann und heute Christian Gutfleisch, die ziehen auch Publikum an. Und deswegen haben wir bisher überlebt und wollen weitermachen. Wie ist denn jetzt die Programmierung von dieser ganzen Serie? Das zieht sich jetzt wieder über das ganze Jahr. Ist das wöchentlich, monatlich? Wie sieht das aus? Wir machen es einmal im Monat. Jetzt immer am ersten Sonntag im Monat, sodass da eine gewisse Kontinuität und auch Vorhersehbarkeit da ist für das Publikum. Und dann machen wir mal einen Sprung. Am 23. April werden wir auch ein Konzert machen, aber nicht hier, sondern im Soup & Chill. Denn die sind ja auch an Bord. Jetzt hast du mir gerade das Brückli selber gebaut. Ich wollte von Jazz & Chill auf Soup & Chill kommen. Wo ist da der Unterschied und was steckt dort dahinter? Es gibt ein paar Kunstgriffe vielleicht, um die Arbeit für Menschen am Rand der Gesellschaft mit der Gesellschaft im Sinn von Brückenbau zu verbinden. Das ist die Gastronomie und das ist die Kunst. Und da kann man Brücken bauen, die von beiden Seiten beschritten werden. Aus der Mitte zum Rand und vom Rand in die Mitte. Und deswegen ist Soup & Chill die Wärmestube für Menschen, die kein eigenes Wohnzimmer haben, ein guter Partner. Wie ist denn dort aus Jazz & Chill entstanden? Ist das direkt auch aus der Suppenküche gekommen? Also was ist Inspiration? Dann ist es da. Und der Name kam nicht von mir, den haben die Jazzer erfunden. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Wer ladet alles ein auf die nächsten Konzerte? Wer darf da ankommen? Jeder. Und je mehr wir erreichen, umso besser. Wir haben natürlich unsere Mailings über das Kuba, über die jeweiligen Künstler und auch über Soup & Chill mit den vielen Sympathisanten. Und wenn wir jetzt auch noch Öffentlichkeit kriegen durch das Fernsehen, dann freut uns das natürlich extrem. Also dann nehmt ihr doch gerade das als Einladung fürs nächste Konzert. Wer tretet auf? Du hast es gerade zur Hand. Das ist ein ganz spezielles Konzert, not to miss, am 5. Februar um 17 Uhr. Der Adam Taubitz, ein wirklich Weltklasse-Geiger, der Heiner Althaus an der Gitarre und Dominik Schürmann am Bass.